Lebst du jetzt an einem anderen Ort? Ich bin tot an einem anderen Ort. Das ist doch positiv. Du bist auf jeden Fall weg. Kann ich mich da jetzt hin teleportieren? Ja. Da, 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 da. Das ist aber ein netter Hobbykeller. Mhm. Du meinst, ich sollte dich jetzt wiederbeleben? Nö. Ja? Musst du nicht. Das ist aber nett. Das kenne ich gar nicht von dir. Immer nett. Manchmal. Der Einzige, der hier nett ist. Stier. Noch toter Stier. So viel Zeug und ganz viel Haare. Leiche. Und noch eine Leiche. Noch eine Leiche. Das ist ein Höhleneingang. So einladend aus halt, ne? Also ich habe irgendwie das Gefühl, gleich kommt hier, ne, der alte Butcher rausgerannt. Mhm. Und verhaut einen erstmal. Ein bisschen sieht's dann aus, ja. So, dann würde ich sagen, gehen wir in die Höhle rein, oder? Was denn mit dem Rest unserer Kumpanen? Den lassen wir lieber dort. Okay. Falls wir sonst wieder zurückkommen. Dann gibt's noch was zu looten? Ja, noch einen. Ihr müsst eure Gefährten sammeln. Okay. Dann gib mal irgendeinem von denen hier eine Pyramide. Schadenvollgraf geben. So. Okay, weiter. Das heißt, es muss auf jeden Fall einen anderen Weg hier rausgehen. Geben Sie mir mal erstmal die wichtige Pyramide zurück. Nö. Nee. Dann halt nicht. Da. Euch doch, sonst komme ich doch hier nie wieder raus. Du bist der Plan. So. Jetzt irgendwie einladender als vorhin, obwohl da hinten liegen Leichen. Ganz viele Leichen. Leichen und ein Sarg. Emiraten, Bosskampf. Ne? Ja, ich renn mal vor. Ungeheilt. Halt. Ja. Ich seh's auch gerade. Vielleicht mal Spinne casten. Warte, gehen wir mal, bis geheilt ist, bevor du irgendwas castest. Ach, das bisschen. Die zwei Hitpoints, die werde ich ja wohl aushalten. I need it. So, alle sind glücklich, kann vorrennen. Vorrennen! Hier ist nämlich gar nichts. Hier ist nämlich gar nichts. Mal andrücken. Da. Da stehst du gut, ne? Soll mal Feuer reinhalten. Mach ruhig. Ich hab mich ja voll geheilt. Ich habe jetzt auch kein Feuerschwert mehr. Das heißt, das ist schon mal gut. Jetzt ist natürlich die Frage, mit Spinne heile ich die eigentlich, ne? Nee, ich mach schon. Okay. Tönt sie alle an. Ach, das waren dann die Zombies, bei denen man dann heilt. Tönt sie an. Ich kann gerade nicht. Bin nicht dran. Wirf du doch eine Feuergranate. Okay. Babu! Hat gar nicht so viel Schaden gemacht, wie ich befürchtet habe. Ja, hielt sich in Grenzen. Leider sieht man jetzt wieder nichts, weil Rauch. Ja, irgendwas ist halt immer. Windkraft habe ich leider nicht. Warum eigentlich nicht? Kannst du nicht mal eben so einen Ventilator Sturm aus dem Boden stampfen? Ja. Schön wär's. War jetzt dein Regen da eigentlich effektiv? Nein.
Dann puste doch mal ganz doll. Alles unsichtbar. Ich kann höchstens. Ja, aber sie brennen. Brennen und sind verwirrt und teilweise vergiftet, was schlecht ist, weil das heilt sie, aber ne? Aber eigentlich bringt das nichts. Außer, dass sich alle beklagen darüber. Oh, ich bin aber nass. Mhm. Das können sie. Ja, super. Du hast auf jeden Fall fast die ganze Gruppe mal eben wieder gestunt. Yay. Aber halt auch ein paar Gegner. Das ist gut. Die können doch gar nichts bekommen. Ich glaube auch, die machen uns ja nicht solche Probleme wie der Stummkünstler. Wart's ab. Wir haben noch nicht gesehen, wie viel Schaden die insgesamt machen könnten. Ja, gut, das stimmt natürlich. Also sind ein Level niedriger als wir. Aber sie können echt viel zuhauen. Ja. Scheint viele AP zu haben. Thorns in your eyes. Ja, ich stehe hier rum. Bin verwirrt. Obwohl, so ohne Kopf ist das ja auch schwierig. Also. Ist irgendwie verständlich, ne? Kann ich mich mit identifizieren. Kennst du? Ja. Hier auf der Fensterbank des Legendären. Genau. Wenn ich nur zu gut. Ist das eigentlich Vollzeit auf dem Fenster? Ja, immer wie es lustig ist, aber meiste Zeit verbringt es dort, ja. Hat schon Sonne und so, ja. Mhm. Ist immer begeistert, wenn es mal regnet und ein. Ja, passiert so viel. Ja. Ganz freudig über die Fensterbank. Mit einer kreative, tolle Spinne. Du hast wenigstens noch eine. Meine hat sich schade schon Geist aufgegeben. Ich hab was eingefroren. Kannst du eigentlich noch ein Skelett einfrieren? Das ist doch schon kalt wie der Tod. Ich hab noch was eingefroren. Ob die das mögen? A man at arms is always intent. Okay, aber das verbraucht. Du hast dein Bestes gegeben. Mehr war nicht drin. Mein Gott, der piekst die alte Spinne aber auch. Hey, ich kann was sehen. Woohoo. Das heißt, du kannst jetzt auch kämpfen, ne? Nö. Ich kann erstmal einen Heiltrank zu mir nehmen. Nö. Warum? Du hast doch noch keinen Schaden gekriegt. Klar. Okay. Viel zu viel. Was läufst du auch vor? Langeweile. Okay. Problem ist, jetzt könnten die anderen auch. Nein, nein, der bleibt stehen. Gut. Das war doch gut. Wie einer deiner Mitarbeiter. Steht auch nur auf der Stelle und macht nichts. So kenne ich sie. Beiß zu. Geschwächt. Hervorragend.
Beiß! So. Kommen jetzt wieder die wundervollen Zauber. Ich gebe mir Mühe. Machst du wieder einen auf Merlin und sprengst uns alle in die Luft? Oh ja. Der ist betäubt. Ich dachte, der ist eingefroren. Ist der nicht eingefroren? Der ist nur noch nass. Da legt er wieder los, da zeigt er mal, was er kann. Ist ja nicht so viel. Jedes bisschen zählt. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Bleibst weg. Mach Sitz. Mach Platz. Die Spinne ist krank. Was machen wir denn da? Muss man der armen Spinne eine anständige Hühnerbrühe geben? Damit sie drin ertrinkt, oder was? Nein, damit sie gesund wird, dachte ich. Also der 5 AP Bogen ist besser, der 4 AP. Okay. Hm. Weil ich dann einfach immer einen Angriff mehr habe. Tausche ich mal eben kurz mit dem Kampf mal aus. Interessiert ja keinen. Die machen ja nichts. Hab ich ja gesagt. To welcome you. 148 ist aber auch mal ein bisschen, ne? Ein bisschen. Übrigens bei 63. Macht der ja mal eben über 650 Schaden mit den 3-4 Hits tatsächlich sogar. 5. Kann der denn so viel zuhauen? Hat der so viel gehabt? Der bewegt 6? Sich ja nicht. Alle für diesen Moment gespeichert. Ja. In einen großen. Ja, dann hau mal zurück, du. Zeig mal, was du kannst. Mach mal auch 650 Schaden. Nein, das wird nichts. Na, 230, wenn du das jetzt noch zweimal machen könntest, dann. Einmal. Warst aber nah dran. Mehr als ich zugetraut hätte. Ich hab viel gegeben. Schreit rein! Ich habe einen betäubt. Leider bin ich auch vergiftet und sterben. Ach, er hat ja noch volles Leben. So. Eigentlich ein Brustinitiative austauschen. 2 Initiative, 3 Initiative. Mammut trägt hier noch das Lehrmeister-Outfit. Oh. Was machst du denn wieder? Ja, ich habe Dinge identifiziert. Okay. Dann musst du doch umtauschen. Ich tausche dich gleich. Und dann? Dann die Junge. Ob du was für mich noch kriegst? Ja, das ist natürlich so. Ja, hey, du hast einen Fall wieder gekriegt. Mhm. Du hast nicht dich selbst eingefroren. Doch. Natürlich habe ich mich selbst eingefroren. Was hast du denn erwartet? Ist das jetzt die moderne Form der Kryostase, ja? Ja. Ich dachte, die schützt mich. Mit einer dicken Schicht Eis. Okay. Na, da habe ich den einen nicht mit eingefroren. Seven have mercy on your soul. Hingefallen. Ach, da war auch noch ein. Und der ist dauerhaft verwirrt.
Der ist eingefroren. Schön. Aua. Dann hat's mit X da, da, wohl nix. Da, 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 da. Mein Eisschild hat nicht geholfen. Ups. Deine Spinne ist hingefallen. Ups. Hast du ja ein Team, Funko? Ich gehöre zu deinem Team. Ja, das ist doch ein Problem. Bitter Poison. Ich warte. Ganz vorsichtig. Da, siehste. Eis schlägt wieder mal zu. Das Skelett fällt instant beim Spawn hin. Wirklich. Das geht zum Glück, glaube ich, nicht, aber das wäre echt auch fies. Instant unbrauchbar. Fall hin. Erwartet. Arme Spinnen. Ja, der arme Regen. Der hat uns doch so gute Dienste geleistet. Sie hat ein paar Mal gebissen und ist auf die Fresse geflogen. Also. Ja. Hat getan, was sie tun konnte. War nicht. Werd sie vermissen. Du kannst sie jederzeit wiederholen, wenn du mal leben solltest. Ja, später. Eingefroren. Das ist jetzt der andere nicht mehr eingefroren. Aber Stunden später kriegen wir es hier hin. Das ist ja so ein Kampf, weißt du? Der ist ja nicht schwer, der zieht sich nur in die Länge. Sind die das hier nicht sowieso zum Teil immer der Fall? Manchmal ja. Wahrscheinlich einfach, weil wir so schlecht geskillt haben und alles. Das ist gut möglich. Ich will gar nicht wissen, wie die in den Kommentaren ausreißen sollen. Dann machen wir so, boah, wie skillt ihr denn? Bringen Sie nicht auf Ideen. Okay. Wir haben bestimmt sowieso generell die falschen Leute mitgenommen. Für die falschen Situationen. Wir hätten nochmal so einen Fallkämpfer haben sollen, so wie mich. Ja, falsch geskillt. Beziehungsweise die anderen Charaktere sind einfach so viel netter. Wir haben wahrscheinlich so die mitgenommen, mit denen wird eh keiner spielen. Wir haben nicht die mit dem T-Bonus. Das ist schon mal Fehler. Stimmt. Hatten wir nicht einmal am Anfang noch so eine Tante, aber? Ja, ganz kurz. Und die haben wir dann abgegeben. Und warum mochtest du die nicht? Naja, weil wir dachten halt so, hey, jede Klasse vertreten sein und so. Und nicht irgendwie mehrere. Willst du mir wirklich sagen, wir haben das irgendwie taktisch angefangen? Ja, so ein bisschen. Kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass wir mal solche Gedanken gehabt haben. Wahrscheinlich haben wir einfach nur gesagt, die stört uns oder so. Ja. Wir wollen einfach keine Frauen in dem Let's Play haben. Na, tu mal was für dein Geld. Deswegen spiele ich ja eine. Was? Du trägst übrigens einen verdammt hässlichen Helm. Ja. Zum Glück nur innerhalb der Kämpfe. Ja. Ich hab da nicht so die Auswahlmöglichkeit, leider. Ja, das habe ich mir gedacht. Mhm. Wer hat die schon? Aber so richtig abrunden tut der Helm das Dress auch echt nicht. Aber die Gegner können auch schon gar nichts mehr machen, ne? Sind ständig gestunt.
Ja, aber ich bin ganz in weiß, wie Ahan. Ist das jetzt toll? Soll ich dir Glück wünschen? Das sind Teamfarben scheinbar. Okay, Teamfarben weiß. so wie die Leute, die halt durch die Stadt laufen und weiße Schuhe tragen und ganz viel Wert auf diese weißen Schuhe legen. Genau. Oder halt eher rot, je nachdem. Roten? Es gibt rote Schuhe? Ja, da war doch hier vor 2-3 Jahren irgendwie so ein Hype, auch durch YouTube. So von wegen so, oh, nur Leute mit roten Schuhen. Das sind richtig tüfte Boys, so nach Motto. Richtig tüfte Boys? Was? Wenn du das so ausdrückst, habe ich irgendwie gleich so den YMCA-Song und sowas im Kopf, weißt du? Vielleicht nicht weit hergeholt. Dieser Motorrad Lack und Leber, der Biker-Dress. Ja, nee, aber Boys es gab halt tatsächlich halt einen Hype um rote Schuhe. Mhm. Ja, jeder muss rote Schuhe haben. Dann bin ich voll fesch, ja? Mhm. Dann war ich nie Teil dieses Hypes. Gott sei Dank, ich auch nicht. Ziel nicht in Sicht. Wieso in Sicht? So. You can do it. Oh. Aber warum? Was ist denn jetzt an roten Schuhen so interessant? Weil Ferrari. Frag mich nicht. Rot. Also, ne? Man weiß auch ungefähr, wann das war. So vor einem halben Jahrhundert oder? Vor 2-3 Jahren. Ach, du Heiliger. Habe ich nicht mitbekommen. Ging voll an mir vorbei. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das war so ja. Klar! Statt dass er irgendwie auf den anderen geht? Nein. Aber nicht doch. Doch, echt neue Schriftrollen, ne? Ich hab da nur noch zwei. Bahahaha. Ich kenne sonst nur Buhahaha. Bahahaha kenne ich halt sonst eben von einer Ziege oder so. Großzimmermietermies. Ich kenne nur Buhahaha. Okay, ich hatte 4. Jetzt habe ich noch 3. Aber ist trotzdem. Ich hab 6 oder so, müsste ich noch haben. Oder 5. Ich muss auch ständig dich wiederbeleben.